Die Tomorrow Studios sind ein Prototyp, den wir heute das erste Mal durchgeführt haben, wo es darum ging, junge Menschen für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu begeistern, die einfach an die verschiedenen Branchen und an die ganzen Berufsbilder, die dahinter stecken und die Skills heranzuführen. Und das haben wir gemacht, indem wir sie heute durch 6 kreative, immersive, multimediale Räume geschickt haben. Im Creative Lab 6 haben wir uns einer sehr branchennahen Herausforderung gewidmet, dem Fachkräfteengpass bzw. der Gewinnung von Fachkräften und Arbeitskräften. Und ein ganz wichtiger Schlüsselmoment ist darin auch, Nachwuchskräfte mitzunehmen, also überhaupt erstmal die Branche sichtbar zu machen und vor allem verständlich zu machen. Ich glaube, dass sich ganz grundsätzlich bei der Frage, wie ist Berufsorientierung eigentlich organisiert und aufgebaut, was tun muss. Wir machen das jetzt hier am Beispiel der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber das gilt natürlich grundsätzlich für die Frage, wie führen wir eigentlich junge Menschen an ihr eigenes Berufsleben heran? Wie erfahrbar wird das gemacht und wie ernst werden die SchülerInnen mit ihren eigenen Wünschen, mit ihren eigenen Ängsten dabei genommen? Also mich hat begeistert, dass wir in vielerlei Bereichen einen Einblick bekommen haben. Wir wurden an die Hand genommen, uns wurde was erklärt und man hat Sachen gelernt, die man sonst so nicht gewusst hat. So Neues habe ich bis jetzt erfahren, als wir diese VR-Brillen auf hatten, bei diesen Theaterdingern. Das fand ich echt cool hinter der Bühne, was es da alles gibt. Ich könnte mitnehmen für mich, dass ich vielleicht mehr auf solche Berufe speziell gucke und auch was vielleicht in Berufen oder in Branchen, wo man diese Kreativität jetzt vielleicht nicht vermutet, was da vielleicht hinterstecken könnte. Ich glaube, dass sie einen sehr vielfältigen Einblick in Dinge gewonnen haben, die sie vorher nicht kannten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dass der Zugang dazu durch diese unterschiedlichen Medien sehr vielfältig war und dass sie einen guten Eindruck bekommen haben, was so dieser Kulturbereich bietet und vielleicht der eine oder auch eine Idee bekommen, was er später mal machen will. Ich bin total geflasht von dem heutigen Tag. 50 SchülerInnen, unglaublich viele AkteurInnen aus der Branche, die Räume bespielt haben. Also wir haben Produktionsabläufe kennengelernt, wir haben einzelne Berufsfelder kennengelernt, wir haben uns sehr viel über Skills ausgetauscht, wir haben uns auch darüber ausgetauscht, welche Kommunikationsmaßnahmen vielleicht fehlen, auch aus der Sicht einer SchülerIn oder eines Schülers. Also insgesamt sehr überwältigt. Was für mich am beeindruckendsten heute war, das war so die Entwicklung über den Tag. Also ich habe heute Morgen beim Anmoderieren in die Gesichter der Schülerinnen geguckt und hatte so das Gefühl, na, eigentlich wissen die gar nicht, warum die hier sind. Dann haben wir uns dem Ganzen so ein bisschen angenähert mit so ein paar Fragen, die ich gestellt habe, wo wir auch geguckt haben, Kultur- und Kreativwirtschaft, wo findet das bei denen im Alltag statt? Und als wir dann am Schluss wieder zusammenkamen, war eine total gelöste, total begeisterte Stimmung. Man hat so richtig gemerkt, die haben richtig viel mitgenommen und die hatten einfach eine wahnsinnig anregende Zeit und das spricht auf jeden Fall für das Format, würde ich sagen.